Hallo und herzlich willkommen zur LTV Aktuell am Donnerstag. Wir starten heute mit einer wichtigen Nachricht für alle Autofahrer. Ab Montag, den 2. Mai, kommt es zu einer halbseitigen Sperrung der B97 südöstlich von Cottbus. Grund ist die Asphaltierung der neuen Faunabrücke nicht weit von der Einmündung der L49 auf die Bundesstraße. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Die Sperrung soll bis Freitag, den 13. Mai, andauern. Ein virtuelles Cottbus erschaffen klingt erstmal nach Zukunftsmusik, ist aber tatsächlich schon Realität. Die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus und auch mit dem Standort Marketing beauftragt. Eine Schlüsselmaßnahme sei dabei ein sogenannter Virtual Reality Film. Und dieser wurde heute zusammen mit dem Jahresbericht der Wirtschaftsförderung vorgestellt. Die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus und mit dem Wirtschaftsstandort Marketing beauftragt. Zusammen mit vielen weiteren kommunalen Akteuren wurde mit Unterstützung von Bund und Land das virtuelle Cottbus erschaffen. Der Virtual Reality Film ist seit 2020 in der Entwicklung und eine der wichtigsten Maßnahmen zur Standortvermarktung in Cottbus. Die Produktion lief im Jahr 2021 auf Hochtouren, um daraus das virtuelle Cottbus als Version 1.0 zu erstellen. Das Projekt Virtuelles Cottbus wird stetig erweitert und verbessert. Wer also selbst einmal in die virtuelle Welt eintauchen möchte, kann sich unter virtuelles-cottbus.de seine Stadt mal in einer ganz besonderen Version, eben der 1.0, anschauen. Heute war es endlich wieder soweit. Bei der bundesweiten Aktion Zukunftstag durften Schülerinnen und Schüler Berufe direkt in den Unternehmen ausprobieren und damit vielleicht ja sogar ihren Traumberuf entdecken. Und das ganz frei von irgendwelchen Rollenklischees. Der Zukunftstag findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Ziel ist es dabei, den Jungen und Mädchen bei der Berufsorientierung zu helfen. Zukunftstag im Sana-Herz-Zentrum. Das Sana-Herz-Zentrum Cottbus beteiligte sich zum wiederholten Male am heutigen Zukunftstag. Für insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler öffnete die Spezialklinik ihre Türen. Die Jungen und Mädchen konnten dort einen Einblick in die Arbeit im medizinischen Sektor bekommen. In mehreren Stationen wurde der vielfältige Arbeitsalltag präsentiert. Das Besondere für die interessierten jungen Leute ist die Möglichkeit, mit den Ärzten und dem medizinischen Personal ins Gespräch zu kommen. Der stationäre Betrieb läuft dabei auch am Zukunftstag normal weiter. Gebäudeabriss in der Innenstadt. Die Stadt Cottbus plant, das Gebäude in der Straße der Jugend 100-101 abzureißen. Das Haus gegenüber vom Glätthaus ist einsturzgefährdet und bereits seit Frühjahr 2017 eingerüstet. Lediglich der Keller soll erhalten bleiben. Die vorbereitenden Maßnahmen haben bereits begonnen. Der Abbruch soll dann im Mai abgeschlossen sein. Eine Straßensperrung auf der Straße der Jugend ist aktuell nicht vorgesehen. Spielzeitpräsentation am Staatstheater. Das Staatstheater Cottbus hat gestern das Programm für die kommende Spielzeit 2022/23 präsentiert. Das Publikum darf sich auf 20 Premieren, davon 5 Uraufführungen und 8 philharmonische Konzerte freuen. Unter dem Leitbegriff Nähe sollen dabei Klassiker wie zum Beispiel Romeo und Julia oder die Zauberflöte auf die Bühne kommen. Aber natürlich findet auch neues Material seinen Weg ins Programm. Laut der neuen Schauspieldirektion aus Armin Petras, Franziska Benack und Philipp Rosendahl wurden bei der Auswahl der Stücke auch die Wünsche der Lausitzer berücksichtigt. 3 neue SchauspielerInnen soll es in der kommenden Spielzeit auch geben. Ab Sonntag kann der Tafel Cottbus auch Sprit gespendet werden. In einer gemeinsamen Aktion der Cottbuser Pressevertrieb GmbH und dem Pressezentrum Cottbus können vom 1. bis 31. Mai Tankgutscheine für die Tafel gespendet werden. Die beiden Unternehmen verdoppeln am Ende die Spendensumme. Um die Nahrungsmittel zu beschaffen, sind die Mitarbeitenden von den Tafeln nämlich hauptsächlich mit dem Auto unterwegs und damit auf den aktuell teuren Sprit angewiesen. Die Ausgabestelle im Stadtteil Sachsendorf verzeichnete 448 Neuanmeldungen von Kriegsgeflüchteten in den vergangenen Wochen. Also, einfach mal was Gutes tun und die Gutscheinaktion unterstützen. Die Gutscheine sind im Pressezentrum am Schlosskirchplatz erhältlich. Der Mai hat in diesem Jahr viele Highlights zu bieten. Eins davon ist der Literarische Mai in der Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus. Geplant sind dabei 14 Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Den Anfang macht am 4. Mai eine Buchpremiere. Reinhard Stöckel stellt seinen neuen Roman Bärensommer vor. Der Leseabend beginnt 19 Uhr und wird musikalisch mit einer Klangwelt aus Licht und Schatten umrahmt. Karten bekommt ihr unter der eingeblendeten Telefonnummer oder über lernzentrum-cottbus.de. Und
www.sanaherzzentrum-cottbus.de. Und wer zwar gerne liest, aber lieber persönliche Geschichten als Romane bevorzugt, für den veranstaltet die Selbsthilfe-Kontaktstelle Rekis Cottbus in der kommenden Woche eine besondere Lesung. Also wir planen eine Buchlesung mit Hardy Krüger Junior am 6. Mai, 17 Uhr hier im schönen Stadthaus, zu dem Thema Wendepunkte. Sein Buch, was sich mit Raus aus der Alkoholsucht beschäftigt, also auch seine Sichtweise zur Selbsthilfe, wie er selber seinen Weg gefunden hat, beispielgebend für andere halt als Beispiel, was man tun kann. Der Autor steht danach auch zur Signierstunde zur Verfügung. Um eine Voranmeldung wird unter den eingeblendeten Kontaktdaten gebeten. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Wann hattet ihr eigentlich euren letzten Hörtest? Ab 30 Jahren wird dieser alle 2 Jahre empfohlen. Doch viele drücken sich vor dem Termin, da die Testverfahren oft langwierig und teilweise unangenehm waren. Das muss aber gar nicht sein. Auf dem Spielplatz, beim Spazierengehen oder im Straßenverkehr. Richtiges Hören ist in jeder Lebenslage wichtig. Unsere Umwelt ist voller Geräusche und so können wir Situationen für uns richtig einschätzen. Hörprobleme können in jedem Alter auftreten. So wurde auch bei Georg Krause ein vermindertes Hörvermögen festgestellt. Heute ist er mit seiner Frau zur Vermessung und Anpassung eines Hörgerätes im neuen Standort des Fachgeschäftes Hörerlebnis in Cottbus verabredet. Durch modernste Technik passiert das so schonend und angenehm wie möglich. Da können Sie gerne mal hier hintergehen. Schauen Sie, nehmen Sie Platz, Frau Krause. Hörakustikmeisterin Andrea Wirsching wartet schon auf Herrn Krause. Ja, wie geht's? Wie steht's? Es gibt wesentliche Verbesserungen zu den alten Techniken. Otoscan ist die Zukunft der Hörgeräteanpassung und Beratung und optimiert die Arbeitsprozesse nachhaltig. Im ersten Schritt wird der Gehörgang gescannt. Eine Farbskalierung auf dem Display des Scanners und des Laptops zeigt an, wie tief die Sonde in den Gehörgang geführt werden darf, ohne das Trommelfell zu verletzen. Ist das gesamte Ohr gescannt, kann die digitale Abformung als 3D-Datei direkt hochgeladen werden und an einen Hersteller zur Fertigung eines Hörstückes, Gehörschutzes, Schwimmschutzes oder eines im Ohrgerätes gesandt werden. Wir haben jetzt soeben den 3D-Otoscan durchgeführt vom rechten und linken Ohr. Das heißt, früher haben wir eine Ohrabformung genommen mit einer Masse, die ins Ohr reingespritzt worden ist. Die Neuigkeit ist, dieser 3D-Scan wird ins Ohr eingeführt und quasi das Ohr, das äußere Ohr wird abgebildet. Früher wurde ein Pad erst ins Ohr geführt, hat also quasi schon einen gewissen Druck aufgebaut im Ohr und die Masse füllte dann das gesamte Ohr aus, was viele sehr unangenehm fanden. Manche sind ja auch sehr empfindlich, die dann mit Hustenreiz oder Tränenlauf sogar begonnen haben. Und der Otoscan ist einfach schmerzlos. Es wird eingeführt, abgescannt und ist in weniger als 3 Minuten fertig. Hörakustiker Stefan Lux kümmert sich nun um Jürgen Lehmann. Bei ihm wird mit dem neuen Aurelia-System eine Anpassung an das vorhandene Hörgerät vorgenommen. Herr Lehmann, wir würden jetzt gerne einen Vergleich anstellen. Das heißt, ich spiele Ihnen verschiedene Frequenzen vor und Sie entscheiden dann, ob A oder B auf Ihrem Tablet lauter ist. Ich würde das jetzt einfach mal starten. Das Ziel ist, ein natürliches und annähernd normales Klangbild für den Kunden zu finden. Aurelia schöpft die technischen Möglichkeiten moderner Hörsysteme maximal aus und macht den Unterschied wirklich hörbar. Aurelia ist ein innovatives Anpassverfahren, wobei der Kunde mit einbezogen wird. Es geht sozusagen um das subjektive Hören des Kunden und er wird wirklich, wie Sie gesehen haben, zwischen A und B entscheiden, was er als besser hörend empfindet. Und dadurch kann der Kunde mit einbezogen werden und er fühlt sich viel besser aufgehoben. Unser Fachgeschäft ist natürlich für alle Altersgruppen gedacht. Wir haben eine speziell ausgebildete PET-Akustikerin, sozusagen, die betreut Babys schon. Bis hin zum 103-Jährigen ist alles dabei. Zum Service des Fachgeschäftes Hörerlebnis gehört nicht nur die Vermessung und Anpassung, sondern natürlich auch die Wartung und Reinigung der Geräte. Schweiß und Ohrenschmalz können Mikrofoneingänge und Lautstärkeregler verstopfen oder verkleben. Daher ist es wichtig, die Hörgeräte von Zeit zu Zeit professionell reinigen zu lassen. Dazu gehört auch ein aktueller Technikcheck. 1, 2, 3, 4.
Empfohlen wird auch ein regelmäßiger Hörtest. Bei 30- bis 50-Jährigen sollte der alle 2 bis 3 Jahre gemacht werden. Bei älteren Menschen sogar jährlich. Angst vor einem großen und unbequemen Hörgerät braucht man nicht mehr zu haben. Die Technik wird immer kleiner und individuell anpassbar. Das trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei. Anja Lehmann-Gumlich, Inhaberin von Hörerlebnis, freut sich über die Erweiterung ihres Teams und der Neueröffnung der neuen Filiale. Die Räumlichkeiten sind größer, heller, schöner, freundlicher. Dadurch macht das Arbeiten viel mehr Spaß. Wir haben dadurch, dass wir 2 Kabinen haben, viel mehr Möglichkeiten, auch die Kunden weiter zu betreuen. Und unser Wunsch ist einfach, den Leuten das Hören und Verstehen näher zu bringen. Mit einem modernen Hörgerät kann ich heutzutage nicht nur hören und verstehen, sondern ich kann auch die Schritte zählen lassen, ich kann es als Übersetzer verwenden, ich kann es mit der App bedienen. So viele kleine Möglichkeiten, die wir einfach haben. Zu finden ist das neue Geschäft in der Weinbergstraße 10, gegenüber der Fürstpückler Passage. Und wenn ihr jetzt das ein oder andere Wort nicht gehört habt, dann macht doch auch am besten auch gleich einen Termin beim Hörerlebnis aus. Und um die Ohren etwas zu schonen, solltet ihr nicht ganz so nah an den Boxen tanzen, wenn es am Samstag für euch in die Strandpromenade gehen soll. Nach dem saisonbedingten Umbau zur beliebten Location mit Strandfeeling könnt ihr dort beim Tanz in den Mai den Frühling begrüßen. Mit Neo-Partyband, DJ, Angrillen und Maibowle ist alles dabei, was eine gute Party braucht. Hier folgt jetzt wieder die neue Ausgabe von Augenblick mal. Darin spricht Jana Drews auf ganz besondere Weise über ihren Sonntagsputz. Das war's schon wieder mit LTV aktuell für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauende, sicher finden sich einige von Ihnen in meinen Worten wieder. Wenn ich bevorzugt am Samstagvormittag durch meine Wohnung wusele, dann sehe ich manchmal die Hausputzratgeber im Chor ihren Kopf schütteln. So macht man das nicht. Ich zucke dann nur bedauernd die Achseln und erinnere, ich hab's versucht. Alles schön der Reihe nach. Ein Zimmer nach dem anderen. Erst die Wäsche, dann das Bad, dann die Küche. Tatsächlich läuft mein Sonntagsputz ohne jede Routine, wie ein Flipperautomat, von hier nach da. Ich stehe vom Frühstückstisch auf, lege die frische Wäsche aus dem Korb vom Abend in die Schränke, sehe dabei die Staubflocken im Gästezimmer, beginne also dort mit dem Staubsaugen. Da begegnen mir Zimmerpflanzen, die nach Wasser dürsten. Gehe mit der Gießkanne in die Küche, dabei fällt mein Blick auf den kleinen Berg schmutziges Geschirr. Also spüle ich dieses. Nehme meine Kanne mit Wasser, gehe einen Umweg über den Balkon. Dort gibt es auch noch viele Blumen zu gießen. Überlege mir, die Pflanzen gleich noch zu düngen. Komme zurück, stolpere fast über den Staubsauger, der mir im Wege steht, und erledige dann Zimmer für Zimmer, bis ich erschöpft eine Pause brauche. Ich habe auch gleich noch die Dusche entkalkt. Manche Dinge bringe ich zu Ende, anderes bleibt mal wieder liegen. Aber ich finde es heilsam, mich bei der Hausarbeit so treiben zu lassen und nichts optimieren zu müssen, meinen Kopf vor sich hin trudeln zu lassen. Samstag muss nichts, aber kann sehr viel. Und das ist, Überraschung, sogar erholsam und macht mich nach getaner Arbeit zufrieden. Ich fühle mich dann einmal mehr auf ganz besondere Weise als eine Schaffende. Thomas von Kempen sagte einst, bewahre zuerst Frieden und Ordnung in dir selbst. Dann magst du auch Frieden und Ordnung in anderen herstellen. Ich wünsche uns allen endlich wieder mehr privaten und noch mehr weltpolitischen Frieden und Ordnung, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Bleiben Sie behütet. Musik.
Zimmermann hilft. Beschwerden zu lindern und ihre Mobilität zu erhalten. Wir betreuen und beraten Sie individuell und ermitteln die passenden Produkte für Ihre Bedürfnisse. Bei Brustepithesen, die zum Erhalt der weiblichen Körpersilhouette beitragen. Bei der Kompressionsversorgung mit unserem innovativen 3D-Messverfahren. Und beim Thema Bandagen, die das Gelenk sowie den Knochen stützen und entlasten. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihre Beschwerden zu lindern. Für mehr Lebensqualität und Lebensfreude. Die Saison der Beet- und Balkonpflanzen ist eröffnet. Es ist wieder Zeit für den Cottbusser Geranienmarkt. Vom 5. bis 7. Mai erstrahlt der Stadthallenvorplatz in bunten Farben. Sichern Sie sich alles, was grünt und blüht, direkt aus den Gärtnereien der Region. Wer Pflanzen liebt, wird hier fündig. Weitere Informationen gibt es unter geranienmarkt-cottbus.de. Bei der Sparkasse Spree-Neiße ist mehr als nur ein Job. Du willst lernen, wachsen, dich entfalten. Hier kannst du was erreichen. Für dich, für deine Kunden und für unsere Region. Werde Teil unseres starken Teams. Bewirb dich. Hasenstarke Geschenkideen für unsere Nachbarn. Wie der 55 Zoll Samsung QLED TV für 799 Euro. Die Soundbar von Samsung für nur 249 Euro. Oder der Siemens Wäschetrockner für 599 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Der Zensus zählt alle Menschen in Deutschland. Aber wirklich jede Person einzeln? Wie funktioniert der Zensus denn eigentlich? Es gibt bereits ganz viele offizielle Daten. Zum Beispiel die Meldedaten. Die hat jede Gemeinde vorliegen. Leider sind diese Daten nicht immer aktuell. Manchmal ziehen beispielsweise Menschen weg, ohne sich umzumelden. Und manchmal haben sie sich gar nicht erst angemeldet. Ein einfaches Auszählen reicht also nicht. Deswegen gibt es auch Befragungen. Aber nicht von allen Menschen in Deutschland. Etwa 10% werden zufällig ausgewählt. Auch in allen Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften finden Befragungen statt. Der Zensus zählt aber nicht nur Menschen, er zählt auch Häuser und Wohnungen. Deswegen werden auch diejenigen befragt, die Häuser oder Wohnungen besitzen. All diese Daten werden dann mit den Meldedaten zusammengeführt. Natürlich unterliegen alle Daten strengster Geheimhaltung und sind sicher verschlüsselt. Und warum das Ganze? Damit beim Zensus eben nicht alle Menschen in Deutschland befragt werden müssen und es trotzdem verlässliche Ergebnisse gibt. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Für Könner und für Freizeitsportler.
Ostsee-Sportspiele 2022. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Natürliche Ästhetik. Unsere Philosophie von Ästhetik bedeutet, die Natürlichkeit hervorzuheben, die Müdigkeit wegzaubern, die Gesichtskonturen festigen, Falten zu reduzieren und eine schöne, gesunde Haut ausstrahlen. Großer Sortimentswechsel im Möbelzentrum Großreschen. Markenmöbel und Markenküchen bis zum 30. April nochmals im Preis gesenkt. Viele Ausstellungsstücke sind jetzt bis zu 72% reduziert. Und zusätzlich gibt es natürlich unsere 0% Sonderfinanzierung. Sollten Sie kein passendes Ausstellungsstück finden, erhalten Sie bis zu 33% Sonderrabatt auf Möbelneubestellungen. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Also nutzen Sie die letzte Chance auf die exklusiven Sonderrabatte zum Sortimentswechsel. The way is it so high to let you go.